Als letztes noch kurz Einsatzmöglichkeiten. Wo kann ich das einsetzen? Ich habe hier eine Reihe von Punkten hergestellt. Vier möchte ich ansprechen, die aus meiner Sicht sehr interessant ist. Entgeltumwandlung. Entgeltumwandlung ist ein Thema, wo man sicherlich einsetzen kann. In der reinen Entgeltumwandlung bei uns noch am wenigsten. Als alternative Form der Mitarbeiterbeteiligung aus meiner Sicht sehr interessant. Mitarbeiter lässt Bruttoentgelt im Unternehmen, fördert das Unternehmen, bekommt dafür feste Verzinsung, keine Variable wie bei der Mitarbeiterbeteiligung, sondern eine feste, hat allerdings auch kein Verlustrisiko und hat einen hundertprozentigen Insolvenzschutz. Das ist ja genau der Grund, warum das Mitarbeiterbeteiligungsmodell in der Praxis meistens, also in der breiten Ebene, nicht funktionieren. Aber leitende Angestellte, die müssen mitmachen, die trauen sich nicht Nein sagen, weil sonst werden sie ja, zumindest schief angesehen vom Chef. Die müssen was geben, aber der Mitarbeiter, der hat üblicherweise Angst vor der Insolvenz und vor dem Verlust. Ganz interessant, die letzten Jahre BAV statt Gehaltserhöhung. Wird in vielfachen Bereichen gemacht. Statt einer Gehaltserhöhung gibt es einfach betriebliche Altersversorgung. Eine andere Gestaltung habe ich vor kurzem in der Zeitung gelesen, bei Müllerbrot. Müllerbrot, Insolvenzverwalter hat geschrieben, 6% Gehalts- oder Vergütungsreduktion, 6% weniger Gehalt, dafür betriebliche Altersversorgung. Das heißt, es wird jetzt Liquidität, Geld gespart und irgendwann bekommen es die Mitarbeiter in Form einer betrieblichen Altersversorgung. Natürlich insolvenzgeschützt, aber das Unternehmen hat Luft und hat lange Zeit, um das Ganze dann zu verdienen. Und dann liegt das Hauptthema mischfinanzierte Systeme, das heißt arbeitnehmerfinanziert und der Arbeitgeber gibt nach einem bestimmten Modus, nach einem bestimmten Rhythmus, in bestimmter Abhängigkeit etwas oben drauf. Rentenauslagen, Minijobrente, GGF, Ausfinanzierung sind Spezialthemen. Ja, die Entgeltumwandlung, das ist mit Sicherheit das Einfachste. Das ist einfach nur Arbitragegeschäft aus zugesagter und erreichter Verzinsung. Sage ich 2,5% zu, muss ich halt etwas mehr verdienen. Die Benchmark ist eigentlich immer die Versicherungsrendite. Eigentlich würde es reichen, wenn Sie 1% Verzinsung zusagen. Dann sind es deutlich besser als die Versicherung. Ist nur psychologisch schwer, den Mitarbeitern zu erklären, dass 1% auf 100% mehr ist als 1,75% auf eine bestimmte Größe X. Ich habe natürlich noch steuerliche Effekte aus der Dotierung, habe die Möglichkeit, mit alternativen Anlagen Zinsen zu erwirtschaften und Liquiditätsreserven aufzubauen, weg von Papiergeld, weg von Staatspapieren, weg von reiner Staatsfinanzierung, zusätzliche Effekte, die draufkommen, aber in der Grundstruktur reines Arbitrage-Geschäft. Das Beispiel BAV statt Gehaltserhöhung habe ich in einem einfachen Beispiel dargestellt, und zwar ein 20-Mitarbeiter-Unternehmen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. Der Arbeitgeber wollte hier Rente zusagen, hat gesagt, meine fiktive Gehaltserhöhung von 84 Euro pro Mitarbeiter verzinst ihr bitte mit 3,5%. Wir haben das getan, in Rente umgerechnet und haben 300 bis 800 Euro Monatsrente. 300 bei den älteren Mitarbeitern, 800 bei den jüngeren Mitarbeitern. Und wir berechnen immer bei so Berechnungen als Worst-Case-Szenario, das heißt keine Fluktuation. Wir tun so, wie wenn jeder Mitarbeiter bis zum Schluss, bis zum 65. 67. Lebensjahr bleiben würde. Wir rechnen immer mit einem aussterbenden Versorgungswerk. Ein Versorgungswerk rechnet sich immer dann schlecht, wenn es ausstirbt. Weil irgendwann beim Aussterben, nur wenn die Zahlphase kommt, wo ich alles bezahlen muss, die Ansparphase mit den Steuereffekten ist dann vorbei. Wir rechnen also, dass kein Ersatz von Mitarbeitern erfolgt, die in Ruhestand gehen. Also wir rechnen mit einem aussterbenden Versorgungswerk. Und wir rechnen mit einer Lebenserwartung von 86 Jahren. Wir lassen alle Mitarbeiter einheitlich mit 86 versterben. Wenn der Arbeitgeber möchte, kann er die beim Rentenbeginn gerne abfinden. In der Regel mit einer 10-fachen, 11-fachen Jahresrente wäre so eine typische Abfindungsmöglichkeit. Also es sind einige der Berechnungsannahmen, da kommen noch viele dazu. Wir rechnen auch zur partiellen Steuerpflicht so, dass auch die ganze U-Kasse und alle anderen Unternehmen aussterben, nur um hier ein Worst-Case-Szenario darzustellen. Wenn man das anschaut, die positive Liquidität nach allen Kosten, dann haben wir hier in den rund ersten 9 Jahren, das Ganze ist damals im November erst losgegangen, haben wir hier eine positive Liquidität von 223.000 Euro nur aufkumuliert. Das heißt, das sind, sind ja praktisch nur 9,
9 Jahre, das sind 13.000 Euro pro Jahr. Das sind fast 25.000 Euro Liquidität pro Jahr. Wie viele Mitarbeiter? Das war ein 20-Mann-Unternehmen. 20 Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. Wenn die Mitarbeiter jünger wären, würde sie das Ganze noch besser rechnen. Wenn eine Fluktuation wäre, würde sie das Ganze auch noch besser rechnen und so weiter. Aber rein aufkumuliert nach 9 Jahren, ist im November losgegangen, 223.000 Euro. Und das sind eigentlich pro Jahr ungefähr 25.000 Euro. Das ist schon ein Wort für so ein Unternehmen. Oder eben auch 1.200 Euro pro Mitarbeiter, wenn man es mal grob umschlägt. Wir haben dann gerechnet, wenn ich nur die positive Liquidität mit 4,5% anlege, also 1% mehr erwirtschafte, als ich zugesagt habe, habe ich nach dem hypothetischen Letztversterben eine Liquidität von 2,9 Millionen. Schaffe ich das mit 6% zu verzinsen, hätte ich mit der positiven Liquidität von 7,3 Millionen nach dem Letztversterben. Und zwar nachdem kein Aufwand des Arbeitgebers über die 84 Euro hinaus entstanden ist, das heißt alle Kostengebühren und Pensionssicherungsverein daraus bezahlt worden sind. Für mich ist es aber weniger interessant, ob hier 2,9 oder 7,3 oder 1 Million übrig bleibt. Das Entscheidende in so einem Unternehmen ist für mich schlichtweg, dass ich sage, die nächsten 10 Jahre, und die sind ja kalkulierbar, baue ich hier diese Liquidität auf. Weil ob es im Jahr 2000, keine Ahnung, 64, 2,8 Millionen das Durchschnittsgehalt einer Sekretärin ist, oder das Jahresgehalt oder das Monatsgehalt, oder ich zwei Sekretärinnen kriege, oder was auch immer, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich kann beurteilen, dass hier die Liquidität von 20.000, 30.000 Euro jedes Jahr für das Unternehmen natürlich gewaltig ist. Ich habe auch ein mischfinanziertes Modell. Es war ein 25-Mann-Unternehmen, mit dem 24 Mitarbeiter mitgemacht haben. Das Durchschnittsalter waren 38,58 Jahre. Die Zusage ist damals berechnet worden mit 3,25% und der Arbeitgeber hat gesagt, ich gebe 100% Zuschuss drauf. Beides finde ich derzeit ein bisschen hoch. Ich würde den Zins niederrechnen, empfehle auch immer nur um die 50% Zuschuss, manchmal macht man 30% und 80% für andere Gruppe oder für alles 50 oder 50 und 100 für die Führungskräfte. Aber hier hat man wirklich auf alles 100% Zuschuss gegeben, das wollte der Unternehmer so. Wir haben hier in den ersten 10 Jahren eine Liquidität irgendwo zwischen 30 und 47, 48.000 Euro pro Jahr und 367.000 Euro kumuliert nach allen Kosten, das heißt auch nach der Einrichtung und den Einrichtungskosten, Implementierungskosten rund 37.000 Euro pro Jahr im Durchschnitt. Und das ist natürlich für so ein 24, 25 Mann Unternehmen auch ein Wort. Das war mal ganz grob zur Funktion, was wir machen, was wir tun, Fels. Wir haben Erfahrung in der Verwaltung seit 1999, ich persönlich seit 1991, da vor allem mit großen Unternehmen. Wir haben die Rechtsanwälte, Steuerberater, Betriebswirte, Mathematiker im eigenen Haus. Wir machen maßgeschneiderte Konzepte, das ist kein Konzept wie das andere. Wir haben Personenunabhängigkeit und jede Person mindestens doppelt oder jede Position mindestens doppelt besetzt. Wir bieten umfangreiche Unterstützung, haben auch ein stets erreichbares Backoffice, mehr als 1000 Unternehmen in Verwaltung und wirklich Flexibilität und Kompetenz, wie man es braucht. Für den Unternehmer ist es wirklich als Fazit ein Thema mit offenen Türen und vielfältigen Beratungsansätzen, als vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben Unternehmer, die gestalten ihre Sale- und Lease-Back-Konzepte damit. Wir haben Unternehmer, die machen Mezzanin, Private Equity Geschichten und tilgen das Ganze dann über die Mittelherkunft. Wir haben Unternehmen, die tilgen ganz strategisch Kontokorrent- und Bankverbindlichkeiten. Wir haben auch Unternehmen, die bauen sich Kriegskassen auf. Wir haben Unternehmen, die investieren in Gold und Edelmetallen. Wir haben Unternehmen, die investieren in Sachwerten, in strategischen Metallen, in Rohstoffen, also in Assets. Jeder macht im Prinzip was anderes, jeder hat einen anderen Fokus auf Finanzierung, auf Mitarbeiterbindung. Es ist jedenfalls ein Zukunftsthema mit einer sehr steigenden Nachfrage. Wenn Sie sich
tiefergehend mit beschäftigen wollen, auf den Homepages RBF-Römisch3 oder Liquiflex oder die Bundesverband-Homepage oder auch in der Xing-Gruppe Pauschalotierte Unterstützungskasse oder unter dem Wort auch bei YouTube, gibt es vielfältige Informationen dafür. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch in eine kurze Diskussion einsteigen könnten, wenn wir auf die eine oder andere Frage eingehen können, aber es ist wirklich eine Chance, die man nutzen kann. Tun heißt Tag und Nacht, kann man auch andersrum lesen, nicht unnötig trödeln. Je nachdem, es ist wirklich eine Möglichkeit, mit dem viele Unternehmer betriebswirtschaftliche Vorteile, personalpolitische Vorteile, liquiditätsmäßige Vorteile und steuerliche Gestaltungen individuell betreiben können.